Hey du! Oh, was ist los? Ah, perfekt. Perfekt. So, jetzt habe ich ihn beklaut. Jetzt kann ich ihn erpressen. Gib mir eine Ermächtigung für das Schiff. Du hast mich schon verstanden. Ich lass mich! Morgen hat... Ja, das hatten wir schon mal, glaube ich. Glaube ich. Was jetzt die nächste Frage bringt, der Richter. Ist halt einfach unbesiegbar. Warum auch nicht? Also ich meine, warum soll der auch nicht unbesiegbar sein? Das ist jetzt kein Grund, warum das nicht sein sollte. So, jetzt muss ich noch irgendeinen Schalter drücken, glaube ich. Irgendwas muss ich noch drücken, damit hier was aufgeht, damit ich das finde, was ich suche. Das Schild ist so tief. Bist du der Schalter? Was ist los? So, jetzt irgendwo geht irgendwas auf. Wo muss ich noch herausfinden? Ah, da hinten. Perfekt. Und da ist dann auch noch ein Blutkrieg. Sehr gut. Ja, ich kenne mich halt aus. So, und irgendwo müsste auch nur eine goldene Schale rumeiern. Und wenn ich diese Schale habe, kann ich sie der Frau von... Dings geben. Ich habe nur keine Ahnung, wo die ist. So. Der Richter braucht keine Wache. Warum hat der Richter eine Wache? Er ist unbesiegbar. Spiel, denk doch mal ein bisschen mit. So, was ist denn hier so am Start? Vielleicht ein bisschen viel. Raus hier! Du willst nicht gehen? Na du, raus hier! Das wollte ich jetzt nicht. Ich hab gesagt, raus! Raus! Und jetzt seh zu, dass du hier verschwindest. Okay, okay. Ganz ruhig. Junge, haben die Probleme hier. Raus hier! Die hat mal ihren... Ja, mach, dass du wegkommst. Aggressionsproblem arbeiten, das ist ja nicht mehr lustig. So, kannst du da mal weggehen? Raus mit dir! Ja, raus mit dir! Ja, die Schnauze da hinten. Das wäre gewagt. Was? Seinen Schlüssel zu stehlen. Was hat der denn für Schlüssel? Tum? Tür? Schlüssel? Keine Ahnung. Stimmt, die doch immer noch Tum-Türen. Türen, Tum, Tum, Türen? Schlüssel für die Türen der Türme. Hallo, Vibe. Was suchst du hier? Geh! Mal die Schnauze. So. Ich hasse das, wenn Frauen mich vollsülzen. Was? Wo stand ich da eben drauf? Weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich brauche noch irgendwo einen Schlüssel. Kluges Kerlchen. Du bist ein Bürger. Du kannst weg. Realität. Unfreundliche Menschen. Ich weiß, in der Realität rede ich halt einfach nicht mit Menschen. Deswegen kann ich das jetzt schwer beurteilen, ob Menschen in der Realität unfreundlich sind. Hallo, ich würde gerne... Nein, dann halt nicht. Stimmt, brauchte ich hier nicht noch einen Schlüssel für die Truhe? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nicht. Ja, und der ist jetzt nicht da, aber vielleicht kann ich ihn im Kloster ja noch ausleihen. Ich sollte ins Kloster gehen. Komme ich da jetzt rüber oder muss ich da jetzt den Weg drum herum gehen? Ja. Junge, hoch da und dann hoch da. Okay, geht nicht. Hallo, wieso soll ich aufhören, Frauen zu töten? Gleichberechtigung. Bei dir noch nicht angekommen, oder was? Nee. Wambo, du läufst falsch. Du musst dahin, wo niemand ist. Ach. Ich muss ja den Leuten auch noch erklären, wie sie laufen müssen. Schlimm das alles. Schlimm, schlimm, schlimm.
Zeig. Oh. Der hat halt einfach nur die besten Waren, ich sehe schon. Wir brauchen. Und jetzt hat er die Pflanzen alle noch schnell gefressen. Ich mache ich auch immer so. Wenn mich jemand töten will, esse ich alles, was ich dabei habe. Hauptsache, er bekommt das nicht. So, dich kann man nicht töten, ne? Dich kann man nicht töten. Aber ich hätte die noch nicht töten sollen, weil jetzt könnte ich sie alle noch beklauen. Aber das ist mir egal. Ich kann die nicht töten, weil da der Seemann dabei ist. Und der ist unbesiegbar. Novize. Hallo, Babbo. Was suchst du hier? Geh! Ja, hab keinen Bock, die jetzt noch zu beklauen. Das dauert mir zu lang. Und ist so ziemlich nutzlos. Die haben eh nichts mehr. Die bisschen Erfahrung, die noch. Ebenso Brief von Babbo, nackte Frau Zeichnung, was? Die haben auch den Schlüssel nicht. Ich hätte vielleicht den Schlüssel klauen können, aber. Ich bin ja nicht hier, um ihn zu beklauen. Ich bin hier, um ihn zu beklauen. Verschwinde! Ich kann ihn nicht mehr beklauen. Das ist natürlich ärgerlich. Da ist nichts zu holen. Das ist natürlich ärgerlich. Naja, machst du nix, ne? Okay, du magst dich nicht dann. Wenn ich vergessen benutze, kann ich ihn dann beklauen? Das ist nämlich gerade so ein bisschen ungünstig. Ich brauche nämlich noch einen Schlüssel, um... Oh, ich habe noch einen Apfel. Wahrscheinlich nicht, aber... Muss denn vergessen? Vergessen. Verschwinde! Natürlich nicht. Natürlich nicht. Das heißt, ich kann, glaube ich, gar nicht mehr alle. Ich glaube, in der Kiste ist noch ein Kelch, ne? Das ist frustrierend. Es ist einfach nur frustrierend. Konnte ich mit euch an? Nee, da brauche ich erst richtig viel Geschick, damit ich das überhaupt sehe. Da bräuchte ich das, was ich jetzt in Stärke habe, wahrscheinlich Geschick, damit das irgendwie hinhaut. Na toll, das heißt, ich kann die Feuerkirche, glaube ich, gar nicht alle bekommen. Ey, Blutkirche meine ich. Scheiße. Scheiße, würde ich sagen, ne? Scheiße. Josi. Fuck. Kann ich die Liebesgilde im Prinzip auch gleich killen, oder? Du hast hier nichts zu. Spiel ich da irgendwas dagegen? Überleg's mal kurz. Überlegen wir mal. Du hast hier nichts zu suchen. Mal die Schnauze, hallo. Er hat nicht mal was dabei. Du willst mir doch trollen. Die Kisten sind auch wieder reichlich gefüllt, ich sehe schon. Gut, mal überlegen. Ja. Ich glaube, das ist die Kiste, die ich noch nicht geleert habe. Ziemlich. Das heißt, wahrscheinlich ist da der letzte Blutkelch drin. Ich könnte noch eine Fischsuppe machen. Ach was. Hat sich ausgesuppt hier. Keine Suppe mehr. Gibt keine Suppe mehr. Nehmen wir eine Statue wieder mit, ja, gut. Da drin ist niemand mehr. Auch da drin sind keine mehr. Sind die Leute hier alle hin, sag mal? Ich glaube, die sind geflohen vor den Orks. Das ergibt Sinn. Ist äußerst wahrscheinlich, würde ich sagen. Ergibt sehr viel Sinn, würde ich sagen.
Karl, das tötet Menschen. Oh, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Nee, nicht den Schleifstein, den Typen, den Arbeiter. Der arbeitet genauso wenig wie AMX. So, das ist AMX. Arbeiter. Eindeutig ist das AMX. Liegt hier hinten irgendwo in der Pampa rum, wo ihn niemand sieht. Dann kommt er bei mir in den Stream und sagt, ja, also arbeiten tue ich schon sehr hart. Hallo Ignaz. Hey, du. Ich hätte ihn noch beklauen können. Ach. Hast du denn noch irgendwas von Relevanz? Nein. Habe ich den nicht schon mal umgehauen? Ach, was weiß ich. Was weiß denn ich? Wow. 50 Vergessensspruchrollen. Okay, läuft. Läuft. Die Kiste habe ich, glaube ich, schon aufgemacht. Wenn nicht, ist auch egal. Ist eh wieder nur Müll drin, wie in all diesen Kisten nur Müll ist. Überall ist da nur noch der gleiche Müll drin. So. Wambo. Nee, hey, Pablo. Du. Perfekt, ich habe den Turmschlüssel gefunden. Meinst du, mir geht es besser? Was? Das ist doch alles nur Gerede. Das hat er doch vorher gemacht. Was? Wieso ist der jetzt wieder aufgestanden? Was? Pablo braucht auch niemanden mehr, der kann auch weg. So, ich muss das jetzt leider tun, hier muss noch ein bisschen aufgeräumt werden. Hier ist noch ein bisschen voll. Hab ich noch Fälle? Da bist du. Wenn die Orks und... Es gibt nur... Gibt es keine... Du weißt... Zeig mir doch mal deine Ware. Hast du noch irgendwas? Da ist meine Fälle. Aber das ist nicht so mein Fall. Was, Boss, was ist... Oh, komm. Ach, wieso ist denn der jetzt schon wieder unbesiegbar? Jetzt darf ich den nochmal töten, oder was? Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ich hätte das anders gemacht. Aha. Wieso ist der unbesiegbar? Weil ich ein Lehrling bin wahrscheinlich. Also den Schlüssel habe ich schon geklaut, ja dann. Und tschüss, Pablo. Wieso ist denn der unbesiegbar? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich meine, im ersten Kapitel ergibt das noch Sinn. Aber doch jetzt nicht mehr. Ohne den richtigen Schlüssel krieg ich nie auf. Ich hab den Schlüssel doch, was? Ich hab doch den Turmschlüssel von dem geklaut, was? Schlüssel. Was? Wo ist der Turmschlüssel? Turmschlüssel der Haupttorwache. Nee. Hä? Willst du mich jetzt trollen oder was, du Kackspiel? Ich hab den doch... Wie? Was? Ich hab den doch beklaut, oder? Weg mit der Waffe! Du bist ja gar nicht so... Weg! Hä? Ach, was weiß ich. Ich hab doch seinen Schlüssel mitgenommen, oder? Bin ich komplett verblüht jetzt so langsam. Das hat er wirklich nicht verdient. Das hab ich noch gar nicht gewusst. Gibt doch alles oder gar keinen Sinn. Bitte Regis ins Visier nehmen. Hallo, ich
Er hat einfach nichts, sagen wir es so. So, hat einer von euch noch irgendwas? Nee, gut, sonst wäre eine Leiche noch da. Sonst wäre die Leiche ja noch da. Aber ich kann nicht jetzt gerade eher nicht so günstig. Meine Meinung. Leitung auch hier spielen. Ich wundere mich über gar Warum soll ich die Währung ausspielen? Da gibt es noch eine Menge. Ohne den richtigen Schlüssel. Ich hatte doch einen Schlüssel geklaut. Willst du mich jetzt verarschen? Das ist wirklich nicht mein Problem. Ihr verarscht mich doch jetzt einfach nur noch. Ich glaube nicht, dass ich da. Warte, ich habe den geklaut. Achso. Gibt's. Ihr Exzellent, ich habe das leichten. Raus hier! Ja, raus mit dir! Entspann dich doch mal. Na, den kann ich nicht beklauen. Wie komme ich denn in die anderen Türme rein? Weiß ich gar nicht mehr. Das hast du nicht gewusst. Hat Wambo noch einen Schlüssel? Okay, ich dachte, ich käme damit überall rein, aber. Ich glaube, hier oben wird es schwierig noch aufzuräumen, vor allem weil die teilweise unverwundbar sind. Das habe ich früher auch immer gesagt. Es würde gewagt sein, den Schlüssel zu klauen, das heißt, ich schaffe es nicht. Das heißt, ich schaffe es wahrscheinlich, oder? Ist das zufallsbedingt? Ich weiß gar nicht genau. Notero, hey, hast du noch was zum Klauen? Ja, dein Geldbeutel. Südländische Verteidigung? Habe ich die schon? Ich weiß gerade gar nicht. Ich habe auf jeden Fall noch einen Apfel. Ich habe sogar noch drei Äpfel. Die esse ich jetzt erstmal. Und da ist ein Stärke-Plus. Jawohl. Nee, das habe ich mir gar nicht erst gekauft, weil ich gar nicht... Richtig, weil ich... Da geht er in die Knie. In die Knie geht er. Was? Moment, der behält sein Inventar? Ja, leck mich doch. Gut, mein 5000 Gold kriege ich scheinbar nicht wieder, aber... was ist da tun? Müsste man so nebenher weg? Dagegen? Golem gibt's doch. Ich kann... Wieso hat denn der sein Inventar behalten? Ich kann das auch vorlesen, stimmt. Sühler kämpft nur weniger mit der Kraft des Nordmannes als mit seiner Behendigkeit, denn im kalten Klima seiner Weimar bevorzugt er leichte Rüstungen, welche ihm mehr Beweglichkeit erlauben. Durch diesen Umstand hat der Südländer einen ihm angepassten Kampfstil entwickelt, der sich auf fundamentale Weise von der uns Bekannten unterscheidet. Das wohl bekannteste Manöver des Südländers ist wohl der einarmige Block mit rückwärtig Ausfallschritt. Durch den Ausfallschritt gelingt es ihm, die Kraft des gegnerischen Angriffes zu mildern, so eine hervorragende Ausgangsposition, solange sie zum direkten Gegenangriff genutzt werden kann. So, und ich glaube, ich habe hier alles ausgeräumt, bis auf diese eine scheiß Kackhütte, wo ich jetzt keinen Schlüssel mehr bekommen kann. Naja, was willst du machen, ne? Was willst du machen? Wobei, warte mal, wenn ich sowieso auf nichts reagiere, ne? Oh. Ich korrigiere das auf nichts reagieren. Alarm! Vielleicht hat es ja keiner gemacht. Problem ist, ich werde die Stadt nicht ganz leer bekommen. Oh, so ein bisschen was kann man schon noch. Fischsuppe. Der hat auch irgendeinen Schlüssel. Für irgendeinen Turm wahrscheinlich. Das ist doch schon lange bekannt. So. Hey, du. Brauchst du das nicht zu sagen. Das hab ich ja, für welchen Turm könnte der denn jetzt sein? Da oben gab es keinen Turm, oder? Nee, ich glaube nicht. Ihr habt kein Problem mit mir, also habt ihr auch nichts gesehen. Sehr gut. Wenn es keine Probleme gibt, habt ihr auch nichts gesehen. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Jetzt müsste ich wieder herausfinden, wohin der Schlüssel gehört. Ich habe es auch nicht gelesen, was da stand. Irgendwas mit Schlüssel. Hatte er eine Kiste? Nein, ich glaube, er hatte keine Kiste. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Mal raus, welche Tür das ist, ne?
So, Stück für Stück kommen wir voran. Taschendiebstahl hat seine Frau, die einen Namen hat, aber keinerlei Funktion. Sie ist nicht mal ein richtiger Charakter. Sie ist einfach nur... Warum hat die einen Namen? Wahrscheinlich um den Witz mit dem Schaf zu machen, ja, vermutlich. Vermutlich! Wieso hältst du so viel aus? Und ja, ich muss das hier tun.